So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuellste Lego City Magazin, Nummer 47 für 5 Euro. Was kriegt ihr für 5 Euro? Natürlich wieder 2 Minifiguren, 16 Lego-Teile, eine Polizistin und ein Gangster. So, oder ein Dieb. Polizistin mit Dieb. So muss es richtig heißen. Aber wir hatten schon mal so eine Kombi. Dieb und ein Polizist, aber ohne Motorrad. Und diesmal eben mit Motorrad. Und wo kriegt ihr das? Natürlich in das Lego City Magazin Nummer 47. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mal an auszupacken. Kommen wir gleich zu. Das könnt ihr ja. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das neue Lego City Magazin drinne herum und freuen uns, was nächste Mal wohl wieder dabei ist. Hatte ich schon angeboxt, glaube ich, dieses Magazin. Dann beginnt die Comicbeilage. Oh, hier ist was für Halloween. Bauanleitung der Polizistin. Comic weiter. Bauanleitung des Diebes. Comic, Rätselspaß. Natürlich immer wieder willkommen. Serie. Jetzt haben wir hier ein Poster, zwei Seiten. Und hier haben wir so ein Würfelspiel. Auf die erste Seite haben wir natürlich den Dieb und die Polizistin. Zweite Seite auch bloß in Hochformat. Merchandising bestellen. Rätselspaß geht weiter. Der Dieb klaut Möhren. Ja, und da kommt die Polizistin schon mit Motorrad. Doch, 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 die Hauswand hoch. Ja! Rätselspaß dann mal wieder. Comicbeilage. Der Dieb wird natürlich geschnappt oder gestellt. Ende auf Seite 33. Ach, und dann kommt schon, was nächste Mal wieder drin ist. Und es ist so, ich hätte jetzt gesagt, Stapler, nein, Stapler geht rauf und runter und nicht so, das ist ein Merlo, dann würde er sagen, ein Merlo, aber ist egal, schauen wir uns natürlich nächste Mal an, wann ist der nächste, am 22. November erscheint das Lego City Magazin Nummer 48, aber jetzt bauen wir erstmal die Extras aus Ausgabe 47 auf. Das heißt, so viel wird es ja nicht sein. So, da haben wir den Dieb, braune Hose, dieses, ist das jetzt eine, und das Mützchen, da ist es doch. Dazu gibt es den blauen Diamanten. Und einen roten Brechstange. So, dann bekomme ich wieder eine transparente Stange. So, das ist jetzt der Dieb. Ich hoffe, ihr, es kommt so rüber. Mal wieder einen anderen Druck. Aber richtig cool, wie ich finde. So, dann kommen wir jetzt zur Polizistin. So, das ist die Polizistin. Die fährt natürlich auf ein Motorrad.
Ja, im Moment ist das Motorrad ja bei Lego richtig angesagt mit den neuen Sets. Naja, Motorrad würde ich gerade nicht behaupten, eher ein Fahrrad. Das ist ein Fahrrad. Ein Mountainbike-Fahrrad. So, jetzt müsste das eigentlich dazwischen passen. Passt auch. Arme drehen. So. Das ist nämlich ein Fahrrad und kein Motorrad. So. Helm. So sieht die Polizistin auf den Drahtesel aus. Nicht schlecht. Mal wieder was anderes. Stehen. Relativ. Da müsste ein hier unten eine Stange hin, also ein ganz normaler Ständer. Weil so müsste man den ganz genau ausbalancieren, würde ja auch stehen, seht ihr das? Aber das beim Spielen würde natürlich nicht so gut rüberkommen. Immer so lange festhalten, aber es passt. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt immer alles über das neue Lego City Magazin in die Kommentare. Ich werde natürlich irgendwas von Lego City unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt alles, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Und das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.